Ja, hallo. Das ist bei euch nicht richtig. Ihr latscht jetzt hier oben lang. Müssen ja langsam mal hier oben antanzen. Auch nicht ganz. Hä? Warum drehen die hier oben um? Seht ihr das? Hä? Warum drehen die jetzt hier oben um? Nee. Da ist keine Grenze. Das verstehe ich jetzt nicht. Nee. Ich schnapp mir da mal dich. Wird das hier nicht im Gehege sein? Reagieren mit Tier. Wird das hier nicht hier wirklich hier draußen sein? Hä? Warum drehst du um? Hier ist im Gehege. Aha. Also da ist nichts im Weg. Hier wird bald alles voll mit Tieren sein. Okay, was haben wir? Okay, ich glaube, das muss ich erst alles einpendeln. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn die Tiere denn hier schon ausbrechen können. Da haben wir das Problem. Hier sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich sage, das ist nicht mehr geil. Hier neben Glas. Dahin. Was ist das? Hier ist entkommen. Aha, aha. Okay. Das ist ein guter Härtetest. Kriegen wir das jetzt hin? Wir setzen erstmal Glas. Wie kriegen wir das jetzt hin? Das ist irgendwie. Wir sollten hier anfangen mit Steine bauen. Und zwar mit dem Tropenfels sollten wir jetzt hier anfangen, das hier hochzumauern.
Moosfels. Hier ist der Tropenfels. Tropen. Ja, dann mauern wir mal hier lang. Muss ja nicht übertrieben sein. Das ist halt die Sache. Wie gehen wir jetzt hier lang? Wie hier haarscharf hoch? Ich weiß es nicht. Wieder schon ein bisschen breiter ziehen. Nach vorne raus. Ich glaube, wir müssen das, wenn denn schon, auf die gesamte Breite machen. Wir machen erstmal nur ich. Hier ein Stück weiter vorziehe? Weiß es nicht. Wir machen das jetzt mal. Ah, den Jewaraner wird hier nicht abhauen können. Er kann nicht klettern. Denn wir müssen jetzt zusehen, dass die Tiere nicht ausbrechen. Oh, ich baue jetzt mal was. Gucken, ob wir das so hinbekommen. Wir gucken mal. Ja, hier lassen wir es wieder ein bisschen ausfaden. Ja, hier müssen wir eine Kante bauen. Das ist halt nur die Sache, wie bauen wir diese Kante? Bauen wir die jetzt mit Beamcheck? Das erstmal ein bisschen vorklammern. Jetzt einfach sagen. Wenn wir dich jetzt sagen, wir drehen dich. Ja, es wird, es wird. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Gehege so aufwendig wird. Jetzt im Leben nicht gedacht. Alles nur, um diese Grenzen ein bisschen zu umschiffen.
Aber naja, hilft ja nichts. Wir haben es ja schließlich so gewollt. Ja, müssen wir noch ein bisschen was zwischensetzen. Denn wir müssen gleich noch zusehen, dass hier kein Tier mehr abhaut. Es ist mir schon wieder zu gleich. Oh, wir müssen gleich zusehen, dass hier kein Mensch mehr abhaut. Kein Mensch, kein Tier. Der Vermutung, wir müssen hier einmal eine komplette Mauer ziehen. Dass das irgendwie harmonisch und stimmig wirkt. Stimmig. Wortfetzen kann ich. So. Wenn ich da oben noch ein bisschen weiter rausgehe. Na komm. Wie setzen wir jetzt hier eine harmonische Wand? Dann müssten wir ja hier auch lang gehen. Könnten wir noch ein bisschen mit Moos arbeiten? Das wird noch ein Akt. Wir gucken mal. Das ist am besten setzen. Oder eine coole Optik irgendwie kriegen. So. Ja, dass die Wand auch noch so ein bisschen lebt. Zack, dahin. Können wir das über...
dahin. Ich setze mal hier noch ein bisschen Gemüse. Wir müssen ja irgendwie die Wand hochziehen. Erstmal Fläche schaffen. Möchte ich ein bisschen flacher werden? Könnte man da, wenn man jetzt sagt, wir richten uns an die Oberfläche. Geht das? Dass wir das 7. Du bist klein. Du bist groß und dick. Du bist groß. Nee. Na, gefällt mir nicht so. Dass wir hier so kleine Treppchen schaffen. Da könnten wir ja eigentlich noch mit Moos zwischendurch arbeiten. Das fände ich sehr cool. Genau, wir setzen gleich noch, ein bisschen Moos. So ein Aufriss wird, ne? Das Gehege so zu bauen. Ist schon ein bisschen sehr ungeil. Okay. Wir gucken gleich mal, wie es aussieht. Struktur, ne? So. So. Ich weiß mal nicht, ob mir das so gefällt. Ist echt schwierig, ne? Das hier ist ganz cool, weil das nicht so durchgängig ist. Das hier halt eben nicht. Das hier gefällt mir absolut nicht. Nein. Das gefällt mir nicht. Das muss weg. Das triggert mich. Das muss weg.
Wie lösen wir das Problem? Wie lösen wir dieses Problem? Wie lösen wir das? Wir setzen jetzt erstmal ganz kurz das hier fort. Wir hier sagen, wir gucken mal, dass wir das so ein bisschen stabilisiert kriegen. Wir. Im Endeffekt, hier springt keiner runter. Springt das hier nicht runter. Das müssen wir jetzt einfach mal zunutze machen, ne? Das so ein bisschen. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen den Moos. Können wir das nicht einfach jetzt zum Beispiel so setzen? Viel mehr Moosfelsen? Wirkt so ein bisschen, ne? Wir gehen zum Beispiel jetzt hier drauf. Dass wir das so ein bisschen damit einarbeiten. Guck mal. Wie das sinnvoll setzen. Das eventuell so machen. Weiß nicht, wie das wirkt. Das nur hier oben machen. Wie sieht es aus, wenn wir es hier oben machen? Das ist echt eine schwierige Frage. Das so ein bisschen mit einfließen lassen. Gucken. Oh Gott. Nicht zu 100% das, was ich mir vorstelle. Ist es nicht.
gefällt mir nicht. Reißt es komplett weg. Oh Gott. Stimmt, hier war ja was. Weg. Wie lösen wir das Problem? Nee. So. Wie lösen wir dieses Problem? So, die Tiere hauen hier ab. Wie lösen wir das? Das ist jetzt echt schwierig für mich. Viel mehr bemooste Felsen. Hier können die Tiere lang. Und das gilt es im Prinzip zu verhindern. Wollen wir hier ein Erlebnis haben mit... Was ist da drüben gebaut? Ja, wir haben es auch so gemacht. Aber wir sind ein Stück tiefer gegangen. Ich gerne einmal umdrehen. Machen wir hier halt ein Stück raus, das ist kein Problem. So. So. Ja. Ja, es ist halt so das Thema, ne? Es darf halt einfach nicht so aufdringlich, also noch nicht. Weil ich habe ja, der Verlauf soll ja ein bisschen geschmeidiger werden. Also in die Richtung, dass wir hier so die Anfänge haben und dass wir hier richtig anfangen, auch mit einen tropischen Wald zu bauen. Soll hier noch oben noch gar nicht so eskalieren. Ja, glaube ich, wäre so eine Wand so ein bisschen das fühlt sich nicht richtig an. Aber das ist jetzt der Punkt, wo wir hin müssen. Dass sich das richtig anfühlt. Da müssen wir jetzt ja hin. Vielleicht das so machen, das hier schon ein bisschen früher aus ausgehen lassen. Ich will im Prinzip nur, dass die Tiere hier nicht abdampfen.
wir den mal weg. Mal gucken, wie wir hier eine schöne Mauer bauen. Also einen schönen Felsverlauf hinbekommen. Würde sich nachher noch... Hier müssen wir eh noch Pflanzen reinsetzen. Das ist ja erstmal nicht das Ding. So. Wir jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt ja. Ist noch nicht ganz so da, wo ich hin möchte. So wirklich das Gelbe vom Ei. Noch ein bisschen weiter raus hier. Ob ich das so ein bisschen sich anfühlt, dass wie so ein kleiner Keil da oben drin ist. Damit kann ich am besten leben. Setzen wir noch ein bisschen Schlüsse, dass es leichter sich in sie einfügt. Mit Pflanzen arbeiten. Gut, und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.